Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Auch in dieser Ausgabe unseres MacPom-Weit-Magazins erwarten Sie wieder drei Beiträge aus unserem Bundesland, drei Beiträge zum Thema Einsatz und Wirkung von EU-Fördermitteln. Beginnen wollen wir mit einem Thema, das Appetit und Lust auf Sommer macht. Egal ob Apfel, Birne, Ingwer, Bärlauch oder sogar Biereis. Die handwerkliche Speiseproduktion Boddenlandeis stellt mit viel Liebe und Kreativität eine Vielzahl an exklusiven Speiseeisspezialitäten her. Mittlerweile besteht das Unternehmen seit 5 Jahren und konnte mit etablierten gastronomischen Einrichtungen wie der Pommernkarte bereits einige große Kunden gewinnen. Bei der Herstellung ihrer sogenannten Boddenschätze verwendet Heike Zimber und ihr Team nur natürliche und nachhaltig produzierte Rohstoffe. Bei solch einer ausgefallenen und gleichzeitig hochwertigen Produktion ist es besonders wichtig, die richtigen Maschinen zu nutzen. Die Entscheidung, warum es genau diese Maschinen sind, liegt einfach darin, die Maschinen kommen aus Italien. Die haben alle Funktionen, die haben einfach dieses Know-how, was ich brauche, ne, um hier das Eis zu produzieren, was ich produziere. Maschinen mit dieser Qualität können dabei durchaus auch mal etwas teurer werden. Hierbei belaufen sich die Kosten auf fast 200.000 Euro. Beträge, die für ein so junges Unternehmen nur schwer zu stemmen sind. Doch durch Förderanträge und die Hilfe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung konnten die teuren Maschinen schlussendlich doch finanziert werden. Zur Betriebsaufnahme habe ich dann Anträge auf Förderung gestellt, weil wir ja schon in einem Bereich sind, den man nicht aus der Portokasse bezahlt. Ne? Und die Förderung, die betrug damals oder ne, nach wie vor 30% des gesamten Investitionsvolumens. Die Firma Boddenlandeis ist ein lokal ansässiges Unternehmen mit einem Hang zum Außergewöhnlichen. Durch interessante Kreationen und den Mut der Geschäftsführerin wertet sie nicht nur das kulinarische Erlebnis vieler Gastronomen auf, sondern auch die Region Vorpommern. Und aus der Region Vorpommern jetzt nach Mecklenburg. In der Hansestadt Rostock stand dieser Tage für das Unternehmen Cortronic ein ganz besonderer Termin im Kalender. Mit gleich 4 Fördermittelbescheide aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung reiste Wirtschaftsminister Reinhard Meyer zu dem in Warnemünde ansässigen Unternehmen Cortronic. Dies, so betonte Meyer in seinem Begrüßungswort, hat es in seiner Amtszeit so noch nicht gegeben. 4 Fördermittelbescheide für 4 Verbundpartner. Das Projekt Relumen. Also wir haben hier in diesem Projekt insgesamt eine Förderung von 9,9 Millionen Euro, ziemlich aufgeteilt zwischen den verschiedenen Gruppen. Cortronic und natürlich das Institut hier in Warnemünde am meisten, aber dann eben auch für Biosurf und für die Universität Rostock die restlichen Summen. Gemeinsam mit dem Institut für Implantattechnologie und Biomaterialien e.V., der Biosurf Analytik und Medizinprodukte GmbH und dem Institut für Biomedizinische Technik an der Universitätsmedizin Rostock wird von Cortronic derzeit an einer neuen Generation von Stents geforscht. Die Idee ist ja, dass viele kleine und mittlere Unternehmen nicht die Kraft haben, alleine Forschung und Entwicklung zu betreiben und dass sie Partner brauchen. Und das wird über diese regionale Innovationsstrategie, die wir haben, über Verbundforschungsvorhaben mit europäischen Mitteln gewährleistet. Bei einem Stent handelt es sich um ein medizinisches Implantat zum Offenhalten von Gefäßen. Mit dem gemeinsamen Projekt soll ein hochbiokompatibler, gecoverter Stent zur signifikanten Verbesserung von Patientenversorgungsqualität und klinischen Ergebnissen entwickelt werden. Ja, wir wollen einen gecoverten Stent entwickeln für periphere Anwendung, wie wir sagen, also Anwendung außerhalb des Herzens. Und das ist eine hohe Herausforderung, eine große Herausforderung. Hier geht es einerseits um Stent-Entwicklung, aber auch um die Entwicklung eines Polymer-Covers auf PTFE-Basis. Und da gibt es einige technologische Herausforderungen, sowohl im Bereich Stent-Testing, aber auch Prozessentwicklung. Cortronic wurde 1998 in Warnemünde gegründet und kooperiert seitdem sehr eng mit der Universität Rostock und weiteren Verbundpartnern, wie auch jetzt bei dem Relumen-Projekt zusammen.
Wir arbeiten ja schon seit etlichen Jahren hier sehr erfolgreich zusammen, haben es geschafft, hier am Standort Produkte zu entwickeln, die mit zu den weltführenden Produkten medizinischen Implantaten auf dem Markt gehören. Und das ist eigentlich nur die konsequente Weiterführung dieser erfolgreichen Kooperation, die wir hier seit vielen, vielen Jahren haben. Die Gesamtinvestition des Verbundforschungsvorhabens beträgt knapp 14,9 Millionen Euro. 9,9 Millionen stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Das Vorhaben ist sehr kostenintensiv, ist aber auch risikobehaftet. Und insofern ist das für uns schon sehr wichtig, dass wir uns das Risiko, und darum geht es aber, Fördermitteln, dass man riskante Projekte fördert. Und ich hatte das ja im Vorfeld hier gezeigt, so eine Entwicklung eines solchen Produktes bis zur Zulassung, da gehen wir 8-9 Jahre ins Land. Und da geht man also, wenn man anfängt, sowas zu entwickeln, erstmal finanziell in die Vorleistung. 5 Jahre beträgt die Projektlaufzeit. Dann sollen auch erste Ergebnisse vorliegen. Und abschließend werfen unsere Kollegen aus der Schweriner Region noch einen Blick auf das Thema ÖPNV. Die Mobilitätsoffensive des Landes Mecklenburg-Vorpommern verfolgt ein Ziel. Allen Bürgerinnen und Bürgern soll Teilhabe am öffentlichen Nahverkehr ermöglicht werden. Damit das gelingt, braucht es flächendeckende, hochwertige Infrastruktur. Am 16. April wurde ein Meilenstein für die Mobilitätsoffensive gelegt. Das landesweite Rufbussystem wurde in Gadebusch gestartet. Mit dabei waren unter anderem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Verkehrsminister Reinhard Mayer und Nabus-Geschäftsführer Jörg Lettau. Es kostet natürlich sehr viel Geld. Wir haben jetzt mehr Busse, mehr Bahn auf der Straße und auf den Schienen und haben ja auch die Tickets verbilligt, zum Beispiel mit dem Deutschland-Ticket. Und gleichzeitig haben wir jetzt noch das Rufbussystem. Also wir stecken insgesamt mehr Steuergeld in den öffentlichen Nahverkehr. Das ist aber aus meiner Sicht wichtig und wir als Land unterstützen den Landkreis hier mit fast 1,5 Millionen Euro für dieses Rufbussystem. Es ist unser Angebot an die Menschen, dass sie sich in den Dörfern im ländlichen Raum nicht abgehängt fühlen. Und ich hoffe sehr, dass dieses Angebot angenommen wird, weil nur ein Angebot, was angenommen wird, kann man natürlich auf Dauer auch erhalten. Mit Rufbussen sollen flächendeckend in Mecklenburg-Vorpommern die Verkehrsanbindung für den öffentlichen Personennahverkehr verbessert werden. Rufbusse gibt es jedoch schon. Ein Modellprojekt wurde beispielsweise bereits im Landkreis Ludwigslust-Parchim getestet. Der Versuch war ein voller Erfolg und wird weiterhin von der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim genutzt. Ab sofort wird dieses System auch im Landkreis Nordwestmecklenburg angeboten. Die Förderung ist die Grundlage des Ganzen. Im Grunde ohne die Förderung des Landes ist sozusagen solch ein System nicht zu halten. Und man muss sich gemeinsam auf der politischen Ebene entscheiden, wenn man dieses Land lebenswert machen will, ja, und halten will. Und wenn die Leute hier wohnen sollen, um in Lübeck zu arbeiten oder in Schwerin, dann muss man so etwas anbieten. Und ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Für Baumaßnahmen in die Infrastruktur sind Fördermittel wesentlich. Sowohl die Landes- als auch die Bundesregierung fördern den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Darüber hinaus gibt es auch europäische Fördergelder, beispielsweise den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Mit diesem wurde 2014 der Neubau der Verkehrsanbindung Bahnhof Gadebusch realisiert. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren wieder unsere 3 Beiträge aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Mehr gibt es dann in der nächsten Ausgabe. Wirtschaftsfenster MV.